Fotografentalk Folge 22 im Interview mit Bernhard Kelz. Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Fotografentalk. Hier erfahrt ihr Geschichten und Interviews rund um das Thema Fotografie. Ihr findet uns unter fotografentalk.de. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen. Ich bin heute in das schöne Dresden gefahren. 6 Stunden war ich unterwegs, um mich mit dem Bernhard Kelz zu treffen. Bernhard, magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, hallo zusammen. Ich bin der Bernhard. Na, ihr dürft mich auch gerne alle Bernhard nennen. Ich freue mich heute sehr über den Besuch von der Barbara und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Urheberrecht reden. Ich bin ehemaliger Rechtsanwalt, habe das Rechtsanwaltsdasein letztes Jahr an den Nagel gehangen zugunsten einer Tätigkeit in einer Werbeagentur. Ich war schon immer auf Medien- Urheberrecht spezialisiert, Markenrecht und habe jetzt den Weg gefunden, als Quereinsteiger meinen Traum zu leben und im Marketing zu arbeiten. Immer noch mit juristischen Herausforderungen. Aber nicht mehr streitend als Rechtsanwalt. Und es macht sehr viel mehr Spaß, mit den ganzen Kreativen, wie zum Beispiel auch der Barbara, zu arbeiten. Dann haben wir jetzt das Thema Urheberrecht und Allgemeines. Und was bestimmt alle interessieren würde, was ist denn eigentlich das Nutzungsrecht der Bilder bei Facebook? Das Nutzungsrecht der Bilder bei Facebook. Ja, da gibt es ja so ein bisschen die urbane Legende, dass Facebook mit den Bildern alles anfangen darf und dass Facebook die verkaufen darf und dass man denen die Bilder sozusagen schenkt. Das ist so nicht ganz richtig. Facebook lässt sich natürlich sehr umfangreich und sehr umfassende Nutzungsrechte einräumen. Das aber vor allem vor dem Hintergrund, um die Funktion, die Facebook zur Verfügung stellt, auch nutzen zu können. Mhm. Facebook ist ein soziales Netzwerk. Das heißt, es geht vor allem um das Verteilen von Informationen und natürlich auch das Verteilen von Bild- und Videomaterial. Ja. Jetzt ist es so, wenn ich ein Foto poste und du möchtest es teilen und wir kennen uns nicht, und wir sind halt irgendwie über Facebook vernetzt oder über 5000 Freunde, 5000 Ecken, kannst du ja eigentlich mein Foto nicht teilen, ohne dass du das Recht zur Vervielfältigung, zur Verbreitung hast. Also wie kriegst du das? Du könntest entweder den Vertrag direkt mit mir schließen und ich sage dir, liebe Barbara, ja, bin ich damit einverstanden, dass du mein Foto verbreitest? Wenn ich das mit allen 1 Milliarden oder 1,2 Milliarden Facebook-Nutzern machen will, wird das sehr umfangreich. Ja. Deshalb ist es so, dass wir, wenn wir Bilder hochladen, Facebook bestimmte Nutzungsrechte einräumen, unter anderem auch das Recht, eben diese Rechte, die wir Facebook einräumen, das Recht zur Verbreitung von Bildern, dass die das auch an andere weitergeben dürfen. Nur so funktioniert zum Beispiel diese Teilen-Funktionalität. Und es gibt ja noch ein paar mehr Funktionalitäten. Ich kann Beiträge auch in der Webseite einbetten oder in einem Blog einbetten. Und damit diese Funktionen wirklich reibungslos funktionieren und ohne, dass die Nutzer, sage ich mal, in juristische Bredouille kommen, fordert Facebook beim Upload der Bilder diese Nutzungsrechte ein. Einfach nur, um, sage ich mal, seinen Nutzern die Sicherheit zu geben, mit bestimmten Fotos auf eine bestimmte Art und Weise interagieren zu können. Und wenn ich jetzt ein Bild von dir hochlade und du das gar nicht weißt, was hast du dann für Möglichkeiten? Das ist dann natürlich schwierig. Also wir müssen dann nochmal trennen zwischen ein Bild von mir, also ein Bild, das ich fotografiert oder erstellt habe. Dann habe ich natürlich die ganz normalen urheberrechtlichen Ansprüche, den Unterlassungsanspruch, den Schadensersatzanspruch, das Recht auf Urhebernennung. Das kann ich auch gerichtlich durchsetzen. Und ähnlich ist es, wenn es ein Bild von mir, also als Person ist, auch dann kann ich dagegen vorgehen, kann Unterlassungsansprüche geltend machen, also dass du das in Zukunft nicht mehr tust, kann die Beseitigung verlangen, dass das Bild auch bei Facebook verschwindet, dass du das löscht. Du kannst das ja als jemand, der das dort veröffentlicht hat, dann auch wieder löschen. Und ich kann natürlich auch Schadensersatz fordern, wenn mir daraus ein Schaden entstanden ist. Das könnten zum Beispiel Rechtsanwaltskosten sein. Mhm. Also es ist auch schwierig, weil wenn man ein Bild von jemand einstellt, dann hat das ja auch gleich einen Wertverlust, weil das ja in den Social-Media-Portalen dann ist. Also mit Wertverlust muss man dort, denke ich, vorsichtig sein. Es verliert nie direkt an objektiven Wert. Es ist halt nicht mehr so leicht monetarisierbar. Mhm. Weil man könnte es halt nicht mehr verkaufen, also weil es schon verbreitet ist, oder? Doch, also ich kann ja trotzdem auch ein Bild, was schon verbreitet ist, auch mehrfach lizenzieren. Ich kann ja ein Bild sowohl kostenlos lizenzieren unter Creative Commons, zum Beispiel für eine private Nutzung, und kann aber trotzdem das für zum Beispiel geschäftliche Nutzung auch wieder lizenzieren. Die Frage ist natürlich, bezahlt jemand nochmal was dafür? Genau, das meinte ich. Nachdem wir die Bilder bei Facebook aber, also ich sehe das ja auch in der Agentur immer, wenn wir Bilder bei Facebook hochladen, egal in welcher Qualität, es wird immer auf ein 72 dpi JPEG runtergerechnet. Ja. Die haben dann natürlich nie die tollste Qualität. Also sowas dann in der Printproduktion
einzusetzen oder für hochauflösende Medien. Das ist nicht sinnvoll. Deshalb bin ich dort immer so ein bisschen vorsichtig, was diesen Wertverlust angeht. Es ist natürlich korrekt, dass das Bild schon mal verbreitet ist, dass es vielleicht auch keinen Neuheitswert mehr hat, dass ich an dieses Bild leicht kommen kann, gerade wenn ich es dann einfach nur in den sozialen Medien wieder nutzen will. Dann ist es sehr einfach. Wenn ich damit gute Sachen anfangen will, hat es trotzdem immer noch einen Wert, den ich auch monetarisieren kann. Ja. Was ist denn bei der Fotografie mit Kindern und Jugendlichen zu beachten? Bei Kindern und Jugendlichen spielt natürlich wie bei allen Menschen das Persönlichkeitsrecht grundsätzlich erstmal eine Rolle. Also das Recht am eigenen Bild ist ja letztendlich der Ausfluss aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, ein Grundrecht. Und der ist natürlich bei Kindern und Jugendlichen noch ein ganzes Stück stärker als bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen oder bei Menschen insgesamt wird ja auch dieses Persönlichkeitsrecht aufgeweicht, zum Beispiel bei Berühmtheiten, bei Personen des öffentlichen Lebens, wo man sagt, okay, es gibt ein öffentliches Informationsinteresse und dieses öffentliche Informationsinteresse kollidiert in bestimmten Situationen mit diesem Persönlichkeitsrecht. Bei Kindern ist dieses Persönlichkeitsrecht natürlich sehr, sehr viel stärker ausgeprägt und überwiegt häufig diesem Informationsinteresse. Und das geht vor allem darum, dass Kinder sich frei entfalten können, ohne dass sie sich beobachtet fühlen, ohne dass sie permanent unter Druck stehen, irgendwie für ihr Verhalten in der Öffentlichkeit oder auch im privaten Bereich irgendwie kommentiert, abgelichtet, wie auch immer zu werden. Außerdem, wenn die Bilder veröffentlicht werden sollen, es geht aber nicht um das Fotografieren, sondern wirklich nur um das Veröffentlichen, brauche ich natürlich die Einwilligung der Eltern. Die Kinder selber können diese Einwilligung noch nicht erteilen. Ab wie vielen Jahren muss das Kind auch unterschreiben? Also grundsätzlich selbst entscheiden kann das Kind, wenn es volljährig geschäftsfähig ist, also volljährig. Ab einem Alter von 14, 15 sagt man aber, man muss trotzdem neben den Eltern auch noch zusätzlich das Kind fragen. Die Eltern haben immer noch die Erziehungsberechtigung und auch die Kindersorge. Die müssen also auch entscheiden, weil das Kind einfach noch nicht volljährig und auch noch nicht voll geschäftsfähig ist. Man sagt aber, ab so einem gewissen Alter, hängt auch so ein bisschen vom Reifegrad ab, kann und muss das Kind selber entscheiden können, in welchen Situationen es sich dargestellt haben möchte und in welchen Situationen es sich nicht dargestellt haben möchte. Ja. Das ist auch zum Beispiel beim Austritt aus einer Religionsgemeinschaft, wird ab 15 oder 16 werden die Kinder selbst gefragt nach ihren eigenen Interessen, je nach Reifegrad natürlich auch. Und vor allem, wenn Kinder sagen, sie möchten in bestimmten Situationen nicht abgelichtet werden, auch wenn die Eltern die Zustimmung grundsätzlich erteilt haben, dann sollte man das natürlich auf alle Fälle ernst nehmen. Was ist denn bei Tieren zu beachten? Ja, Tiere sind grundsätzlich wie Sachen zu behandeln. Also so ist es zumindest im deutschen bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Tiere sind keine Sachen, aber sie sind rein juristisch zu behandeln wie Sachen. Und dann ist natürlich die Frage, es gibt immer ein Recht am Bild, also das Urheberrecht, das der Fotograf hat, und es gibt immer noch dieses Recht am Motiv. Und dann ist die Frage, ob ich mit dem Ablichten oder vor allem mit dem Veröffentlichen von Tieren in diese Rechtsposition des Eigentümers, also es gibt natürlich bei Tieren, wie auch bei allen anderen Sachen, einen Eigentümer, ob ich in die Rechtsposition des Eigentümers eingreife, dadurch, dass ich das Tier ablichte und dieses Foto dann veröffentliche. Und wenn das so wäre, dann muss entsprechend auch eine Einwilligung des Eigentümers eingeholt werden. Du sag mal, wenn ich jetzt Mitarbeiterbilder mache oder wenn jemand Mitarbeiterbilder macht, wer ist denn dann der Urheber, die Firma oder wie teilt sich das dann auf? Firma, der Mitarbeiter, der Fotograf, wie wird das da? Man muss halt auch wieder trennen, also es gibt das Urheberrecht. Wenn es ein freier Fotograf ist, der die Bilder von diesem Mitarbeiter shootet, dann ist der Fotograf, der freie Fotograf, der Urheber. Die Firma bekommt Nutzungsrechte, das ist ja letztendlich der Fotografenvertrag, also der Urheber vereinbart mit dem Auftraggeber, du bekommst bestimmte Nutzungsrechte an dem Foto und welche Nutzungsrechte das sind, ist natürlich dieser Verhandlung überlassen. Urheber bleibt aber der Fotograf, in dem Fall, dass es ein freier Fotograf ist. Der Mitarbeiter hat aber trotzdem natürlich ein Recht an seinem eigenen Bild, das ist wieder dieses Persönlichkeitsrecht. Also der Mitarbeiter darf entscheiden, ob Fotos von ihm, von seiner Person veröffentlicht werden oder nicht. Da geht es nicht um das Fotografieren, sondern nur um die Veröffentlichung. Ja. Wenn die Firma sagt, wir wollen einfach nur für die Personalakte ein Foto haben, dann ist das fein, das ist nie für die Veröffentlichung gedacht. Ja. In dem Moment, wo die Bilder veröffentlicht werden sollen, zum Beispiel auf der Webseite, in der Broschüre, muss der Mitarbeiter seine Einwilligung erteilen. Einzelne Firmen haben das in ihren Arbeitsverträgen. Dort muss man nochmal sehen, ob diese Klausel dann korrekt ist, ob die auch wirksam ist, weil in dem Moment, wo es in Arbeitsverträgen steht, das sind vorformulierte Standardverträge, die für eine Vielzahl von Menschen verwendet werden, dann sind es AGB und damit muss diese Klausel auch eine AGB-Kontrolle standhalten.
Das ist nicht bei allen Klauseln der Fall. Das kann man, muss man aber wirklich im Einzelfall sehen. Und ansonsten sollte man gucken, dass man für die Mitarbeiter eine Einzelregelung trifft. Das gilt vor allen Dingen natürlich für Mitarbeiter, die sehr exponiert sind, also die ich in die Außendarstellung des Unternehmens auch involvieren will, also vor allem angestellte Geschäftsführer oder bestimmte Experten in der Firma, die ich zum Beispiel auch, wo ich die Fotos in der Presse einsetzen will oder in Broschüren, die ich besonders promoten will, mit denen sollte man tatsächlich auch eine Sondervereinbarung haben, was die Nutzungsrechte an Bildern angeht. Das ist ja spannend. Dann gibt es nochmal eine Unterscheidung, nämlich dann, wenn der Fotograf in-house ist, also wenn der Fotografen angestellt ist, dieses sage ich mal, Arbeitnehmer-Urheberrecht. Das gibt es vor allen Dingen für Softwarecodes, aber es gibt auch, man kann das auch auf andere Werke übertragen, wenn der Mitarbeiter im Auftrag seines, sage ich mal, Dienstherrn, seines Arbeitgebers fotografiert, dann kann es durchaus sein, dass der Auftraggeber in dem Fall oder der Dienstherr, dass der Urheber ist, weil dieses Werk wird ja im Rahmen der Diensttätigkeit für den eigenen Arbeitgeber erstellt. Und dann kann tatsächlich die Firma oder das Unternehmen der Urheber sein. Man muss dann nochmal sehen, ob tatsächlich eine Firma Urheber sein kann. Im deutschen Recht ist es so, dass das Urheberrecht nie wie im amerikanischen das Copyright eine Art Nutzungsrecht durch die Werkleistung ist, sondern es ist immer Ausfluss des Persönlichkeitsrechts. Deshalb können zum Beispiel Maschinen keine Urheber sein. Und es stellt sich die Frage, kann eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft, eine juristische Persönlichkeit, kann die Urheber eines urheberrechtlich geschützten Werkes sein, weil auch wenn es eine juristische Person ist, da kommt ja kein Persönlichkeitsrecht zur Entfaltung durch den Urheber. Mhm. Man denkt da so ein bisschen zurück an Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Dort kommt ja in Gedichten, wenn man Goethe nimmt, dort kommt ja eine bestimmte persönliche Vorstellung von bestimmten Dingen zum Aussatz. Und auch wenn ein Fotograf ein bestimmtes Motiv erfasst, eine bestimmte Lichtstimmung einfängt, da entscheidet er und da bringt er seine eigene Persönlichkeit ein. Und das ist das, was das Urheberrecht auch schützt. Deshalb ist auch in Deutschland diese Urhebernennung so wichtig. Der Urheber soll für seine Leistung, für seine persönliche Leistung anerkannt werden. Und das ist die Frage, kann ein Unternehmen das tatsächlich sein? Also es sind so ein paar Detailfragen dabei, aber es gibt durchaus Konstellationen, wo auch der Dienstherr oder der Arbeitgeber Urheber dieser Bilder, dieser Mitarbeiterfotos sein kann. Allerdings dann natürlich nur, wenn es ein Anstellungsverhältnis ist. Das ist eine zwingende Voraussetzung. Wie ist denn das eigentlich bei einer Fotobox geregelt? Wer ist da? Da sind wir genau bei diesem Punkt. Also die Maschine, die kann es nicht sein. Derjenige, der die Fotobox aufstellt, der kann es auch nicht sein, weil der entscheidet nicht über ein Motiv. Jetzt stellt sich die Frage, ist es derjenige, der drin sitzt? Mhm. Und das kann durchaus möglich sein. Dort muss man natürlich sehen, ist es denn überhaupt, entsteht überhaupt ein urheberrechtlich geschütztes Werk? Und ein urheberrechtlich geschütztes Werk entsteht eben nur, wenn ein Minimum an geistiger Schaffenskraft, an Individualität dort reinkommt. Wenn ich mich einfach nur in eine Fotobox setze und dort reingucke, um dort ein Passfoto zu machen, dort ist so viel geringe Individualität vorhanden, dort kommt nie ein geistiges Eigentum. Dort kommt nicht so ein geistiges Eigentum, so eine geistige Schöpfung, eine geistige Auseinandersetzung mit dem Werk zum Ausdruck, als dass dort ein Schutz entstehen würde. Wenn ich natürlich mich dort jetzt zu fünft in so eine Fotobox quetsche und dort versuche, irgendeine lustige Phrase zu ziehen und das irgendwie zu arrangieren, dann kommt dort natürlich immer so ein Stück weit Persönlichkeit auch zum Ausdruck, weil ich ja entscheide, wie dieses Bild aussehen soll, wie ich mich dort inszenieren will zusammen mit den anderen. Und dann kann ich oder alle zusammen dort natürlich Urheber sein. Hat eigentlich ein Kunde Recht auf den gesamten Inhalt der Speicherkarte, wenn man jetzt irgendwo ist und man ist als Fotograf gebucht über, keine Ahnung, man wird über einen Stundensatz abgerechnet und müsste eigentlich alle Bilder abgeben. Mhm. Muss der Fotograf dann auch wirklich alle Bilder abgeben, weil letztendlich schadet er sich ja dann, wenn er... Jetzt kommt der Lieblingssatz des Juristen und den man von Juristen häufig hört. Es kommt darauf an. Und zwar auf die Vereinbarung. Also das ist letztendlich keine urheberrechtliche Frage, sondern eine vertragsrechtliche Frage. Und zwar eine vertragsrechtliche Frage der Vereinbarung zwischen dem Fotografen und dem Auftraggeber. Wenn vereinbart ist, dass alle Bilder abgegeben werden, dann sind alle Bilder abzugeben. Wenn das nicht vereinbart ist oder gar nichts vereinbart ist, dann muss man sehen, das ist dann, wo man in der Hölle der Juristen landet. In dem Moment, wo es keine Vereinbarung gibt, wird das, was vereinbart ist, ausgelegt. Also was wollten die Parteien denn mutmaßlich? Das wird dann, wenn es zum Streit kommt, läuft es darauf hinaus, dass sich der eine Anwalt, der Anwalt des Fotografen, sagt, naja, das war nie vereinbart,
nach dem gibt es auch nie alle Bilder. Und aber jetzt haben wir das Auftraggeber sozusagen, natürlich war das nie vereinbart, weil wir gingen davon aus, dass wir alle Bilder bekommen. Und am Ende entscheidet es ein Richter und er sagt auch, naja, mal gucken. Also das ist so das große Problem. Also deswegen sage ich auch, plädiere ich auch immer dafür, möglichst eindeutige Vereinbarungen zu treffen, ja, an alle Sachen zu denken und vor allem an solche wichtigen Dinge. Also was möchte ich denn leisten, was möchte ich denn nicht leisten? Weil am Ende soll es dann ein Dritter entscheiden, der nie weiß, was man miteinander besprochen hat. Ja. Am Ende sagt der eine so und der andere so. Und der Dritte muss anhand von, ja, wahrscheinlich manchmal gar nichts, vor allem gar nichts Schriftlichem, sondern vielleicht ein bisschen Telefonaten, E-Mail-Verkehr, der aber häufig auch nichts sagen, das ist zumindest für jemanden, der nicht in dem ganzen Prozess dabei war, muss der entscheiden, dann kriegt der jetzt nur alle Bilder oder nicht. Und es ist schwierig. Also das ist auch dann schwierig, das als Anwalt zu beraten. Wie gehen wir dort vor, wenn ich nichts an der Hand habe? Das heißt, im Vorfeld am besten immer gleich Verträge machen immer, und richtig... Immer gleich regeln. Irgendwo dokumentieren. Das muss kein Vertrag mit 20 Seiten sein. Das kann auch ein Einseiter sein, der sagt, pass mal auf, ich bin 2 Stunden da, an den 2 Stunden werde ich fotografieren. Ich weiß noch nicht, wie viele Fotos es sind. Ihr bekommt eine Auswahl davon oder ihr bekommt alle oder wie auch immer. Aber man sollte zumindest irgendwo dokumentieren, wer kriegt was wofür. Das ist, glaube ich, eine gute Idee und das einfach auch mal niederschreiben. Es ist einfach besser, wenn es irgendwo auf Papier steht. Wegen mir auch in der E-Mail, aber einfach mal so eine kurze Zusammenlistung als Bullet Points. Das muss auch nie juristisch verklausuliert sein. Also einfach, manchmal muss man einfach auch nur rausschreiben, was will ich denn? Ja. Was will ich denn? Und da muss ich das nie juristisch verklausulieren, sondern es müssen alle beide nur sagen, ich will das und ich will das. Und dann muss man gucken, passt das zueinander oder passt das nicht? Und ich glaube, das tut allen beiden auch gut, sowohl Auftraggeber und Auftragnehmer, wenn man da einfach mal offen und ehrlich drüber spricht. Einfach mal sagt, was will ich und was kann ich bekommen. Ja, vor allem, dass es einfach mal niedergeschrieben ist. Man hat ja schon drüber gesprochen und das nochmal zu lesen, ist ja einfach nur nochmal eine Bestätigung. Das wird dann auch, also wenn man das nochmal niederschreiben soll, das ist dann auch der Punkt, wo es dann manchmal prägnant wird und wo dann auch rauskommt, wenn jemand noch irgendwas mehr wollte, was er noch nie gesagt hat, was er irgendwie so reininterpretiert hat, weil dann sagt er plötzlich, ja, das müssen wir aber auch noch aufschreiben. Mhm. Und dann merkt man auch, was wichtig wird. Ja, das stimmt. Hat eigentlich ein Fotograf eine Speicherpflicht von den Bildern? Also wenn ich jetzt Bilder abgegeben habe an den Kunden, also digitale Dateien, wenn man jetzt digitale Dateien an den Kunden abgegeben hat, muss man die Bilder dann speichern oder ist, sobald man die Bilder abgegeben hat, der Auftrag erledigt? Das ist eine gute Frage. Auch da kommt es natürlich wieder auf die Vereinbarung an. Ich kann mit einem Fotografen natürlich erstmal grundsätzlich auch vertraglich eine Speicherpflicht vereinbaren. Ich bin bei der Gestaltung dieses Fotografenvertrags total frei und kann dort auch eine Speicherpflicht vereinbaren. Wenn ich das möchte, dann tue ich das. Wenn nichts vereinbart ist, dann kann man sich dort drüber streiten. Grundsätzlich ist die Hauptpflicht des Fotografen erstmal die Bilder zu erstellen, die vielleicht nachzubereiten und mir zur Verfügung zu stellen. Und dann gibt es im BGB, also im bürgerlichen Gesetzbuch, im Zivilrecht, aber noch ein paar so komische Klauseln. Da geht es um sekundäre Pflichten und vor allem das Pflicht auf gegenseitige Rücksichtnahme. Und dieses Recht auf gegenseitige Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme, das gilt vor allem immer dann, wenn es irgendwelche Wissensgefällen gibt oder wenn einer Experte ist und der andere ist ein Laie. Gibt es zum Beispiel dann bei Agenturen auch so Aufklärungspflichten oder auch bei Fotografen Aufklärungspflichten. Worauf muss ich den Kunden hinweisen, weil der kann das vielleicht nie wissen und wenn er das gewusst hätte, dann hätte der das vielleicht mit vereinbart und so weiter und so fort. Und dort kann man sich tatsächlich die Frage stellen, ist das vielleicht so eine Sekundärpflicht, die Fotos zumindest über einen gewissen Zeitraum aufzubewahren. Ich persönlich würde mich darum streiten wollen, weil ich sehe es tatsächlich nicht. Kann mir aber durchaus Konstellationen vorstellen, wo man sagt, okay, ja, die Frage Hochzeits- ist halt auch, also eine Zeit lang sollte man das, also man sollte es wahrscheinlich eine Zeit lang, bis der Kunde wirklich die Bilder auf seinem Rechner hat. Hochzeitsfotografie ist es ein Tag, der ist extrem wichtig. Es kann immer mal passieren, dass eine Festplatte kaputt geht, dass irgendwas verloren geht. Ja, und wie du sagst, die zweite Frage ist ja dann, selbst wenn man dazu kommt, dass es grundsätzlich eine Speicherpflicht gibt, wie lange ist die? Ja, genau. Und da gibt es tatsächlich im Gesetz keine Regelung, sondern es ist tatsächlich Rechtsprechung. Mir ist dazu wirklich kein Urteil bekannt. Ich will aber nicht ausschließen, dass es das durchaus gibt. Muss man wahrscheinlich dann auch wirklich am Einzelfall entscheiden. Also jetzt auch selbst wenn es ein Urteil gäbe, aus dem Einzelfall eine allgemeine Pflicht abzuleiten, hielte ich für sehr schwierig, weil es sind halt wirklich sehr Einzelfallentscheidungen basiert. Es geht dann wirklich um die wechselseitigen Interessen. Ich würde empfehlen, auch schon vor dem Hintergrund, dass ja durchaus auch Gewährleistungsansprüche oder Schadensersatzansprüche sagt, ich bin mit dem Foto nie zufrieden oder das war nie so, wie wir es vereinbart hatten. Er sagt,
Ich würde immer wenigstens ein Jahr, vielleicht zwei, auch diese Fotos aufbewahren, auch zur eigenen Beweissicherung, wo man sagt, okay, ich habe hier die und die Fotos gemacht, die und die habe ich geliefert und so weiter. Man könnte ja rein theoretisch die RAW-Dateien löschen und die JPEGs ja, einfach aufheben, ja, dass man auch was in der Hand hat. Genau, also einfach auch zur eigenen Absicherung die Bilder nochmal aufheben und sagen wir, kann ja durchaus passieren, dass einfach auch nochmal ein Nachkauf kommt. Man kann das auch in den Vertrag direkt reinformulieren, proaktiv angehen, sagen, pass mal auf, aus der Erfahrung, ich habe früher diese ganzen Fotos immer gelöscht, weil kostet natürlich auch Speicherplatz bei mir auf dem Server, auf dem Computer, wo auch immer. Ich finde die JPEGs sind nicht so schlimm, aber die RAW-Dateien. Ja, genau. Und dass man dann einfach sagt, das ist bei mir Kunden schon passiert, die kamen nach einem Jahr und haben gesagt, irgendwie Festplatte ist kaputt gegangen oder wir haben uns entscheiden lassen, die Frau hat alle Fotos mitgenommen, ich hätte die jetzt aber trotzdem gerne. Wie komme ich denn da wieder ran? Deshalb gibt es in meinem Vertrag eine Klausel, wo drin steht, ich speichere die Fotos zum Beispiel ein Jahr lang und dann kann man dem Kunden auch die Entscheidung geben, soll man nur die JPEGs aufheben, soll man nur die RAW-Dateien aufheben. Ja. Sagt dem Kunden, pass mal auf, das kostet auf dem Speicher, auf dem Server für ein Jahr 2 Euro Miete. Oder ein Fünfer, wie auch immer, das muss man dann einfach in der Kalkulation einfach mal sehen und dem Kunden auch einräumen, wenn du das verlängern möchtest, ich schreibe dich nach einem Jahr an, sagst, möchtest du das verlängern, möchtest du es selber speichern und wenn der Kunde dann Nein sagt, dann kann man es immer löschen. Dann hat man auch den sicheren Vorteil, man hat es dem Kunden angeboten und er hat sich bewusst dagegen entschieden und kann dann nicht später kommen und sagen, nein, du hättest es aber speichern müssen, weil du hättest ja wissen müssen, dass die verloren gehen können, sondern man ist seiner Aufklärungspflicht nachgekommen und sagt, hier aus der Erfahrung, ist besser, ich habe es dir angeboten, du hast dich bewusst dagegen entschieden, dann ist es so. Mhm. Ja. Proaktiv sein. Wie würde man sich denn, oder was macht man eigentlich sinnvollerweise, wenn man merkt, dass Bilder von einem verwendet werden? Oder wie würde man da vorgehen? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Man muss dann erstmal klären, was ist denn das Ziel? Also ist das Ziel, dass die Bilder aus dem Netz verschwinden? Oder aus der Veröffentlichung verschwinden. Das kann durchaus sein. Ich habe eben Fälle, wo private Fotos nach einer Trennung, auch sehr intime Fotos, dann ihren Weg ins Netz gefunden haben. Kann man drüber streiten. Dort ist das allererste Ziel mal, dass die aus dem Netz verschwinden. Dort macht man natürlich erstmal Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche geltend. Die kann ich auch über eine einstweilige Verfügung erwirken. Eine einstweilige Verfügung geht sehr schnell. Gerade wenn es um Persönlichkeitsrechte geht und sehr intime Persönlichkeitsrechte, kann man die innerhalb von 2, 3, 4 Tagen bekommen und kann die dann auch gegen denjenigen verstecken. Also ich gehe dann mit dieser einstweiligen Verfügung zum Beispiel zu demjenigen hin, der diese Fotos bei Facebook gepostet hat und diese einstweiligen Verfügung steht drin, dass derjenige das zu unterlassen hat, die Fotos weiter zu veröffentlichen oder öffentlich zu halten und das unter Meidung eines Ordnungsgeldes in Höhe bis zu 250.000 Euro, ersatzweise 6 Monate Ordnungshaft. Das heißt, wenn er diese Bilder nicht rausnimmt oder weiter öffentlich hält, dann sieht er sich mit diesem Ordnungsgeld oder der Ordnungshaft bedroht. Und die kann ich dann relativ schnell durchsetzen. In aller Regel löschen Menschen die Fotos dann sehr schnell. Wenn ich jetzt natürlich Fotograf bin, dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Fotos aus dem Netz verschwinden. Dort muss ich aber nicht unbedingt über eine einstweilige Verfügung gehen, weil ich vielleicht diese Eilbedürftigkeit gar nicht habe. Dann kann ich einfach in die Verhandlung gehen. Dort ist es mir dann vielleicht sogar wichtiger, dass ich für den monetären Ausfall, den ich habe, dort eine Kompensation bekomme. Dann ist es natürlich dann erstmal die Schadensersatzansprüche, die ich geltend mache. Grundsätzlich ist aber, wenn es eine urheberrechtswidrige Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material gibt, und es ist jetzt mal egal, ob das Fotos, Videos oder Texte sind, gibt es immer diese Anspruchstrias, der Beseitigungsanspruch, der sagt, das, was bereits passiert ist, muss beseitigt werden, die Folgen müssen beseitigt werden. Es gibt den Unterlassungsanspruch, der dann häufig auch durch eine sogenannte strafbewährte Unterlassungserklärung durchgesetzt wird. Also jemand muss versprechen, das zukünftig auch nicht wieder zu tun, und weil Juristerei dem Menschen nie glaubt, dass ein Versprechen ausreicht, das nie wieder zu tun, muss dort auch immer eine Strafbewährung sein. Also wenn ich das dann doch wieder tue, was passiert dann? Und es muss auch angemessen sein, weil es soll natürlich eine Abschreckung, es soll natürlich eine Hürde entstehen, das nicht wieder zu tun. Da steht dann, gibt es diese Hamburger Klausel, dann schulde ich dem Berechtigten eine Vertragsstrafe in Höhe offen, die wird von je nach Einzelfall dann von dem Berechtigten festgelegt und kann aber, wenn der Berechtigte zu hoch greift und sagt, okay, du hast mein Foto verwendet, du hast gegen die Unterlassungserklärung verstoßen, ich möchte jetzt von dir 1 Million Vertragsstrafe, dann kann man das auch nochmal vom Gericht überprüfen lassen. Also so sieht diese Hamburger Klausel aus. Diese Hamburger Klausel hat diesen ganz großen Vorteil, man legt sich nicht von vornherein schon auf einen Betrag fest. Ich kann natürlich auch in so eine strafbewährte Unterlassungserklärung reinschreiben, wenn du mein Bild nochmal verwendest, dann zahlst du auf jeden Fall 5.000 Euro.
Das kann aber durchaus sein, dass der durch diese Verwendung von diesem Bild 10.000 Euro verdient. Dann ist das keine Hürde, dann macht er das und dann macht er das immer wieder. In dem Moment, wo ich dann sage, ich setze 10.000 Euro ein, kann es mir passieren, dass jemand sagt, naja, das ist aber für dieses Bild zu hoch angesetzt und für die Verwendung, die schon stattgefunden hat, sodass diese Vertragsstrafeklausel komplett unwirksam wird. Mhm. Das geht so ein bisschen Richtung Wucher, kann man sich das vorstellen. Ja. Und deshalb macht man aktuell häufig diese Hamburger Klausel, die eben die Flexibilität gibt, dass man je nachdem, man weiß ja nie, was für ein Verstoß kommt, ob der das einfach nur bei Facebook verwendet oder ob der das an irgendein Magazin oder an irgendeine Zeitung verkauft, sodass man auf diesen Fall eben flexibel reagieren kann und dann sagt, okay, in dem Moment, wo dieser neue Verstoß eintritt, legt man diese Vertragsstrafe fest und wenn derjenige, der gegen diese Vertragsstrafe verstoßen hat, nie damit mit dieser Höhe nicht einverstanden ist, kann der die Höhe nochmal vom Gericht überprüfen lassen. Mhm. Genau. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt Bilder mache oder wenn Bilder gemacht werden für Unternehmen und diese Unternehmen die Namen, also keine Namensnennung machen, wie würde ich denn da vorgehen? Also, oder steht mir das zu, dass auf jeder Internetseite und überall, wo das ist, dass mein Name genannt wird? Grundsätzlich steht dem Urheber das zu, dass der Name immer genannt wird. Das ist auch eine Verpflichtung und rechtfertigt zum Beispiel einen 100%igen Aufschlag. Also wenn ein Foto urheberrechtswidrig verwendet wird, dann stellt sich immer die Frage, wie berechnet man den Schadenssatz? Und das gibt es. Das ist keine dogmatische Lösung, aber die Gerichte orientieren sich sehr weit an dieser MFM-Honorartabelle, also Mittelstandsvereinbarung für Fotomarketing. Das ist so eine Honorartabelle, da werden jedes Jahr Fotografen befragt, was habt ihr denn für welche Fotos an Honoraren verlangt und bekommen. Und daraus werden Durchschnittspreise gebildet. Mhm. Und dort gibt es eben auch dann für besonders schwierige Fotografien, zum Beispiel Unterwasserfotografien, Aufschläge und zum Beispiel auch für Unterlassung der Urhebernennung. Und das rechtfertigt tatsächlich einen 100%igen Aufschlag. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Recht im deutschen Recht und das kann ich auch durchsetzen. Ich kann auch dort wieder Unterlassungsansprüche gelten. Man kann sagen, hier bitte in Zukunft veröffentliche keine Fotos, ohne mich als Urheber zu benennen. Bitte zieh das nach auf der Webseite. Ich kann aber natürlich auf dieses Recht auch vertraglich verzichten. Wenn jemand zum Beispiel Fotos verwenden möchte, ohne den Urheber zu nennen, dann funktioniert das. Es gibt auch bei verschiedenen Bildarchiven und Stockarchiven gibt es die Möglichkeit, eine erweiterte Lizenz zu bezahlen oder zu kaufen, wo ich dann den Urheber nicht nennen muss, was manchmal sinnvoll sein kann. Das sind CC-Lizenzen, oder? Nein, CC-Lizenzen sind ganz andere Lizenzen, das sind Creative Commons und die sehen aber auch eigentlich immer eine Nennung vor, das sind die Creative Commons BY, also BY, das ist die einfachste CC-Lizenz, auch selbst die sehen eine Namensnennung vor. Creative Commons ist eher... Da geht es darum, dass es um eine kostenlose Verwendung geht, um eine freie Verwendung zu standardisierten Klauseln. Genau. Aber ansonsten kann ich bei jeder Lizenz auch bei einem Individualvertrag festlegen, dass ich auf die Urhebernennung verzichte und ich kann mir das auch separat bezahlen lassen. Also sagen, okay, du kannst die Fotos haben, wenn du die veröffentlichst, musst du mich nennen und wenn du mich nicht nennen möchtest, kostet es eben 50% Aufschlag. Das kann ich durchaus vereinbaren, ich sollte es aber auch tun. Und auch die Unternehmen sollten natürlich gucken, wenn sie das möchten, dass diese Vereinbarung getroffen ist. Weil wenn sie das nicht getroffen haben oder wenn sie diese Lizenz nicht gekauft haben, müssen sie grundsätzlich von Gesetzes wegen erstmal den Urheber nennen. Das ist der Standard. Mhm. Ja, verstehe. Wie setzt man denn eigentlich die Nutzungsrechte richtig ein? Was meinst du genau damit? Wie setzt man Nutzungsrechte richtig ein? Es gibt ja unterschiedliche... Ja. Nutzungsrechte. Ja. Und wie wäre das so eine Empfehlung, wie man die richtig einsetzt? Also ich muss mir natürlich als Auftraggeber, und das ist wirklich die Arbeit des Auftraggebers, überlegen, was möchte ich denn mit den Bildern machen? Mhm. Und dann gibt es nochmal eine Unterscheidung zwischen Nutzungsarten und Nutzungsrechten. Ein einfaches Beispiel, ich kann zum Beispiel einen Text, im Text gibt es das Nutzungsrecht der Verbreitung. Und ich kann dieses Nutzungsrecht der Verbreitung einräumen für verschiedene Nutzungsarten. Ich kann zum Beispiel sagen, lieber Verlag XY, du erhältst das Nutzungsrecht für die Nutzungsart Buch. Du darfst den Text in Buchform verbreiten. Mhm. Und lieber Verlag YZ, du darfst den Text in Hörbuchform verbreiten. Das ist jeweils, beide Verlage bekommen das Verbreitungsrecht, aber für unterschiedliche Nutzungsarten. Mhm. Bei Bildern kann ich zum Beispiel sagen, lieber Nutzer 1, du bekommst das Verbreitungsrecht für Magazine. Und lieber Nutzer 2, du bekommst das Verbreitungsrecht für Bildbände. Das heißt, ich kann zwei Dinge differenzieren. Das eine sind die Nutzungsarten und das andere sind die Nutzungsrechte. Die Nutzungsrechte, die stehen allesamt im Urheberrecht. Das ist das Verbreitungsrecht, das Veröffentlichungsrecht, das Recht auf Vervielfältigung, das Recht auf Verarbeitung, das Recht auf Veröffentlichung, auf öffentliche Zugänglichmachung. Dort gibt es eine abschließende Liste.
Und ich muss mir natürlich als Auftraggeber überlegen, was möchte ich mit den Bildern anfangen? Möchte ich die zum Beispiel duplizieren? Möchte ich die kopieren? Möchte ich mehrere Kopien davon erstellen? Zum Beispiel, wenn ich ein Buch drucken will oder wenn ich Bilder in einer Broschüre einsetzen will, dann brauche ich immer das Recht auf Vervielfältigung. Und dann kann ich mir zum Beispiel auch überlegen, für wie viel brauche ich? Möchte ich das für eine 500.000er Auflage? Möchte ich das für eine Millionen Auflage? Möchte ich es unbegrenzt? Oder möchte ich das Recht zur Verbreitung haben? Wenn ich natürlich jetzt eine Broschüre drucke, brauche ich nicht nur das Recht zur Vervielfältigung, sondern ich brauche auch das Recht zur Verbreitung. Weil nur weil ich es vervielfältig, heißt noch nicht, dass ich es in Umlauf bringen darf. Das heißt, ich brauche auch das Verbreitungsrecht. Man sollte dort auch das Verbreitungsrecht nicht mit dem Veröffentlichungsrecht verwechseln. Das Veröffentlichungsrecht kommt eigentlich tatsächlich sehr, sehr selten zum Tragen. Dort geht es nämlich um die Erstveröffentlichung eines Werkes. Das Recht zur Veröffentlichung sagt, wird ein Bild oder ein Text, ein urheberrechtlich geschütztes Werk überhaupt in die Öffentlichkeit getragen oder behalte ich es für mich? Das ist das Veröffentlichungsrecht. Mhm. Häufig wird das Veröffentlichungsrecht vereinbart in Verträgen, gerade von Laien. Gemeint ist aber das Verbreitungsrecht nicht, dass ich es an mehrere Menschen verteilen und verbreiten darf. Ja. Und das muss man sich tatsächlich als Auftraggeber überlegen. Ich muss mir auch überlegen, was möchte ich mit dem Bild möchte ich das Bild bearbeiten oder möchte ich es nicht bearbeiten? Und bearbeiten heißt auch zum Beispiel Zuschnitte machen, Farbveränderungen durchführen, also zum Beispiel einfach nur von Farbe auf Schwarz-Weiß oder Grautöne setzen. Möchte ich es beschneiden? Möchte ich dort vielleicht noch eine Collage draus bauen? Also auch wenn ich irgendwas mit dem Bild tun will, brauche ich dieses Bearbeitungsrecht. Da kann man sich dann als Fotograf auch überlegen, möchte ich, dass das bearbeitet wird? Möchte ich, dass dort, ja, da steckt ja irgendwo meine Persönlichkeit drin. Ich habe dort ein ganz bestimmtes Motiv ausgewählt. Ich habe eine bestimmte Lichtstimmung ausgewählt. Und dort kann man auch sagen, okay, bestimmte Bearbeitung lasse ich zu, zum Beispiel einen Beschnitt lasse ich zu. Ich lasse aber zum Beispiel keine Farbveränderungen zu. Und das ist aber auch was, was der Urheber, der Fotograf, dann mit dem Auftraggeber aushandeln muss. Mhm. Wichtigste Grundlage, um Nutzungsrechte korrekt einzusetzen. Ich muss wissen, was ich mit dem Bild machen will. Das muss ich dann auch, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, nicht immer 100% juristisch verklausuliert beschreiben. Ich muss nicht sagen, ich möchte das Verbreitungsrecht, ich möchte das Veröffentlichungsrecht. Das fällt manchmal sehr schwer. Ja. Wenn ich als Nutzer aber sage, ich möchte das und das machen, ich möchte das in der Broschüre veröffentlichen, ich möchte das auf meiner Webseite veröffentlichen, ich möchte das 500.000, einer Million Menschen zugänglich machen, ich möchte das in Deutschland oder ich möchte das weltweit, auch das ist ja eine Frage, sind das räumlich begrenzte Rechte, ist es zeitlich begrenzt, darf ich das Bild nur ein Jahr nutzen, darf ich es unbegrenzt nutzen, auch solche Einschränkungen sind möglich bei den Nutzungsrechten. Einfach das mal im Prosatext runterschreiben. Dann kann irgendjemand später mal interpretieren, kann sagen, okay, der wollte das und das damit machen. Dafür braucht er diese Nutzungsrechte. Und dafür gibt es auch eine schöne Klausel im Urheberrecht, das ist der 31 Absatz 5. Und der sagt, wenn Nutzungsrechte nicht eindeutig vereinbart sind, dann gelten die Rechte als vereinbart, die zur Erfüllung des Vertragszwecks erforderlich sind. Und wenn ich runtergeschrieben habe, und zwar ganz juristisch unverklausuliert, der Vertragszweck ist, dass ich die Bilder in der Broschüre mit einer 500.000er Auflage weltweit einsetze, dann ist der Vertragszweck relativ klar umrissen und definiert. Und ein Dritter, sei es ein Anwalt oder ein Richter, kann sagen, ja gut, Moment mal, um diesen Vertragszweck zu erreichen, sind diese Nutzungsrechte erforderlich und die gelten dann auch als vereinbart. Mhm. Und deshalb sage ich mir dazu, darüber nachdenken, was will ich mit den Fotos tun? Und darauf dann die Nutzungsrechte aufbauen. Das ist wichtig. Das sehe ich auch so. wie schaut es denn aus mit dem Model Release Vertrag? Kann man den einfach aus dem, es gibt ja so viele Vorlagen aus dem Internet, wo man sich nehmen kann, oder macht das Sinn, dass man sich einen Anwalt nimmt, dass man das über einen Anwalt machen lässt? Gibt es da eine Empfehlung? Das ist, will ich mich gar nicht so genau festlegen. Es gibt tatsächlich im Internet gute Vorlagen. Es ist so ein bisschen wie mit, nehme ich einen Anzug von der Stange oder nehme ich einen maßgeschneiderten Anzug? Also letztendlich, es gibt Verträge im Internet, die sind gut. Das Dumme, was man bei Verträgen im Internet nicht weiß, so einen Anzug kann ich anprobieren, auch einen von der Stange. Bei einem Vertrag weiß ich nicht, ob der auf mein Problem oder auf meine Anforderung, auf meine Situation 100% passt. Den kann ich nicht einfach anprobieren. Ich kann nicht gucken, wie funktioniert der, wenn es zum Treffen kommt. Ja. Bei einem Anzug kann ich das. Es kann sein, dass er sehr gut passt, durch Zufall. Es kann aber auch sein, dass er auf die Situation, die man hat, nicht passt. Und das zu beurteilen, fällt es für Laien natürlich schwierig, weil sonst wären es Anwälte. Ja. Man kann aber auch einfach mal, also wenn man die Kosten gering halten will und sich nicht einen Model-Release-Vertrag von einem Anwalt entwerfen lassen will, kann man sich einfach auch mal zwei mitnehmen
oder drei aus dem Internet runterladen, geht zum Anwalt, vereinbart mit dem ein Beratungsgespräch. Man sollte natürlich gucken, ob der grundsätzlich für sowas auch zur Verfügung steht. Mhm. Sagen, ich habe hier drei verschiedene Model-Release-Verträge. Ich würde dir gerne eine Situation beschreiben und du sagst mir, welche am besten passt. Mhm. Oder ob die vielleicht alle drei gar nicht passen, beziehungsweise was dort geändert werden müsste. Auch sowas kann man machen, um die Kosten gering zu halten. Ansonsten, wenn es sehr wichtige Themen sind, also wenn man sehr häufig mit Models arbeitet, wenn man auch mit professionellen Models arbeitet, rate ich immer dazu, auf alle Fälle einen Model-Release-Vertrag abzuschließen, ja, und den natürlich auch sehr genau auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschreiben. Der Fotograf will ja mit diesen Bildern auch irgendwas anfangen, mhm, und auch der muss natürlich sicher gehen, dass er die korrekten Rechte hat. Und dort geht es natürlich dann nicht um die Urheberrechte, sondern es geht um die Rechte am eigenen Bild, also um die Persönlichkeitsrechte. Und ich muss natürlich klären, dass ich vom Model alle Rechte bekomme, die notwendig sind, damit ich mit den Bildern so arbeiten kann, wie ich das möchte. Mhm. Wenn wir jetzt über das Urheberrecht sprechen, welche Rechte habe ich denn an meinem Bild oder an meinen Bildern? Das Urheberrecht als Urheber ist, sag ich mal, unbegrenzt. Ich kann mit dem Material alles tun. Ich kann darüber entscheiden, ob es überhaupt veröffentlicht wird oder ob es bei mir rein privat zu meinem Eigennutzen einfach nur da ist. Mhm. Ich kann auch verhindern, dass es veröffentlicht wird. Ich habe keinen Veröffentlichungszwang. Ich kann das lizenzieren. Also ich kann verschiedenen Menschen unterschiedlichste Nutzungsrechte einräumen, exklusiv, nicht exklusiv, zeitlich und räumlich unbeschränkt. Kann das auf verschiedene Nutzungsarten begrenzen. Also ich bin sozusagen der Eigentümer dieses Werkes. Und damit darf ich natürlich alles tun, ähnlich wie beim, also Urheberrecht ist ja das Pendant zum sachlichen Eigentum. Bei der Sache kann ich bestimmen, wo ist die, was tue ich mit der, ist die im Tresor, ist die bei mir, nutze ich die nicht, vielleicht die an jemanden. Bei einem geistigen Werk, bei einem Foto ist natürlich immer irgendwo eine Verkörperung da, wobei ja digital ist auch irgendwo auf einer Speicherplatte, aber es geht vor allem um dieses geistige Werk. Und das Urheberrecht ist einfach nur das Pendant zum Eigentum. Und das Eigentum hat natürlich auch bestimmte Einschränkungen. Ich kann mit einem Auto auch nie mit 100 durch die Stadt fahren. Das sind einfach normale Gesetze außen vor. Und nur weil ich der Urheber zum Beispiel eines Aktfotos bin, darf ich mit dem nie irgendwo hausieren und gehen und das irgendwelchen Kindern in der Schule zeigen. Also dort habe ich natürlich die ganz normalen gesetzlichen Einschränkungen, wie beim Eigentum auch. Ja. Aber ansonsten darf ich mit dem über das Werk verfügen, nach Gutdünken. Wie lange habe ich denn Urheberrecht? Es gibt dort diese Unterscheidung. Also grundsätzlich ist das Urheberrecht 70 Jahre nach, wirkt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers fort. Also solange ich auf dem Leben bin, wirkt das Urheberrecht und die Erben haben dann nochmal 70 Jahre nach. Ein Unterschied ist es bei Lichtbildern, dort ist es 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Aber ansonsten zeitlich sehr unbegrenzt. Jetzt habe ich eine ganz spannende Frage. Hm. Was darf ich denn eigentlich fotografieren? Dusch. Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Fotografieren darfst du alles. Also fotografieren darf man tatsächlich erstmal alles. Ich darf alle Menschen fotografieren, ich darf auch nackte Menschen fotografieren. Wenn ich mir jetzt nicht irgendwo Zugriff oder Zugang verschafft habe, wo ich nie rein darf, also ich darf nie irgendwo einbrechen. Mhm. Und das hat aber dann nichts mit dem Fotografieren zu tun, sondern ist das Problem der Einbruch oder der Hausfriedensbruch. Aber fotografieren darf ich tatsächlich erstmal alles. Die Herausforderung ist die Veröffentlichung. Mhm. Ich darf nicht alles veröffentlichen. Es gibt, wie gesagt, muss immer, wenn ich Bilder veröffentlichen und nutzen will, muss ich mir Gedanken machen über, habe ich die Rechte am Bild, also da, wo es ums Urheberrecht geht, und habe ich die Rechte am Motiv. Und die beiden sind total voneinander unabhängig. Wenn du mich fotografierst und ein Dritter möchte das veröffentlichen, musst du uns beide fragen, weil du hast das Recht am Bild, du hast das Urheberrecht am Bild und ich bin das Motiv und ich habe ein eigenes Persönlichkeitsrecht. Und das gilt natürlich nicht nur für Personen, sondern es gilt zum Beispiel auch für Werke der Architektur oder der bildenden Kunst. Auch daran entsteht ja ein Werk. Das gilt auch für Marken, das gilt für Produkte, das gilt für Geschmacksmuster. Es kann immer noch irgendwo ein Recht an diesem Motiv dranhängen, was mich davon abhält, das zu veröffentlichen und das zu veröffentlichen zu dürfen. Und deshalb muss ich mir immer Gedanken machen, darf ich es veröffentlichen, darf ich es nicht veröffentlichen? Im Zweifel würde ich immer versuchen, eine Lizenz oder eine Einwilligung einzuholen. Immer wenn ich Zweifel habe, ob ich ein bestimmtes Bild veröffentlichen darf, es geht wirklich nur um die Veröffentlichung, dann sollte man dort eine Einwilligung einholen. Deutschland gibt es dort nochmal, da kommen wir dann aber wahrscheinlich später noch dazu, dann im eigenen Beitrag, diese Panoramafreiheit. Ja, genau. Dort geht es vor allen Dingen um öffentliche Plätze, öffentliche Bauwerke. Wie sieht es dort mit den Urheberrechten aus?
Das muss man dann in der gesonderten Folge klären. Aber immer auch das Motiv vielleicht betrachten. Fotografieren darfst du alles. Mhm. Veröffentlichen. Das finde ich jetzt interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ich dachte auch, da kommen wir auch nachher nochmal drauf in der Panorama-Folge, mit Luftaufnahmen. Mhm. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass man nicht überall rein fotografieren darf. Oder also wenn ich jetzt irgendwo laufe, dass ich Aufnahmen machen dürfte, wenn jetzt da irgendwo ein offener Balkon ist und da rennt eine Frau. Also das ist ja die große Frage, dringt man dort in die Privatsphäre ein und ist man dort einfach schon, also ist man dort im Haushaltsfriedensbruch? Mhm. Ja, genau. Das ist natürlich die Frage. Also wenn ich jetzt am Zaun stehe und jetzt hier rein fotografiere, das wäre ist ich fein. Also du darfst am Zaun stehen und rein fotografieren. Alles, was von einem öffentlichen Bereich oder von einer öffentlichen Straße einsehbar ist, darf ich auch fotografieren. Mit einer Drohne begebe ich mich natürlich in eine Position, die eigentlich nicht öffentlich zugänglich ist. Aber jetzt halten wir die Spannung, weil da sprechen wir nachher nochmal drüber. Jetzt würde ich gerne über einen der größten Irrglauben sprechen, und zwar die Gruppenbilder. Ja, also es gibt ja tatsächlich Menschen, die glauben, dass man, sobald mehrere Personen auf einem Bild ist, dass man die veröffentlichen darf. Jetzt frage ich dich, darf man das? Auch da, das kommt wieder drauf an. Also dieser Irrglaube hat natürlich, wie viele Irrglauben, hat irgendwo einen Wahrheitskern. Mhm. Und das ist die Frage immer, was ist denn das Motiv? Ist die Personengruppe oder sind die Personen das Motiv? Oder fange ich wie bei einer Demonstration eine Stimmung ein? Gerade mit mittlerweile sehr hochauflösenden Fotoapparaten ist es natürlich schwierig, heutzutage eine Gruppe oder eine Ansammlung von Menschen zu fotografieren, wo es mir gar nicht um die einzelne Person geht, sondern um diese Ansammlung von Menschen. In Dresden haben wir ja immer dieses Highlight Pegida-Demonstration, ohne dass einzelne Personen erkennbar werden. Es wäre natürlich jetzt prekär, wenn diese Personen alle sagen könnten, ich möchte nie, dass das Foto veröffentlicht wird. Deshalb, wenn es nie um die Gruppe oder die einzelnen Personen geht, die ich dort veröffentlichen will oder die ich dort zeigen will, sondern eher um dieses Event. Es geht zum Beispiel um ein Konzert Rock in Park und ich möchte einfach die Stimmung oder dieses Rock in Park zeigen. Und die Menschen sind einfach nur Beiwerk. Das ist dieses Beiwerk, das ist auch in der Rechtsprechung geregelt. Dann darf ich das Foto natürlich veröffentlichen. Das hängt aber nicht von der Gruppe ab. Das können zwei Personen, das können drei Personen sein. Wenn ich die Frauenkirche fotografiere, es wird mir sehr schwer fallen, außer ich fotografiere irgendwann nachts zwischen 2 und 3 mal in einer lustigen Sekunde, wird es mir schwer fallen, die Frauenkirche zu fotografieren, ohne dass irgendwelche Menschen durchrennen. Wenn diese Menschen aber nur Beiwerk sind, wenn ich mir die auch wegdenken könnte oder wenn es völlig unabhängig ist, ob das der Bernhard ist oder der Alex oder der Jürgen oder sonst irgendjemand, dann sind diese Menschen Beiwerk. Mhm. Und dann darf ich dieses Foto auch veröffentlichen. Und daher kommt so ein bisschen diese Gruppenregelung, weil natürlich häufig, wenn ich eine größere Gruppe einfange, es nicht um die einzelnen Personen geht, sondern um die Situation an sich. Mhm. Ein typisches Beispiel, wo es auch bei einer größeren Gruppe um die Personen geht, sind zum Beispiel Klassenfotos. Dort geht es nicht um die Situation, sondern da geht es um diese Klasse und da geht es um die Menschen, die in dieser Klasse sind. Und dort brauche ich, wenn ich dieses Foto veröffentlichen will, tatsächlich von jedem Einzelnen die Einwilligung. Oder eine Hochzeitsgesellschaft, wenn ich dort nie einfach in die Trauzeremonie rein fotografiere, wenn ich in die Trauzeremonie rein fotografiere, dann möchte ich vielleicht diese Zeremonie ablichten und da geht es vielleicht noch um das Brautpaar, aber nie um die Menschen, die außen rum sind, weil die sind austauschbar, die sind in dem Fall Beiwerk. Mhm. Wenn ich aber direkt ein Gruppenfoto mache von allen, von der Familie, von Freunden, dann geht es ja genau um diese Menschen und dann sind die auch nie weg denn da, dann sind die auch nie austauschbar, weil es geht genau darum, dass diese Personen dort mit abgelichtet werden. Und dann brauche ich von allen die Einwilligung. Das hilft vielleicht nochmal so ein bisschen weiter, um das mit diesen Gruppen so ein bisschen zu differenzieren. Also es hängt dort nicht an der Anzahl, sondern es hängt darum, was ist das Motiv? Das war jetzt mal wirklich spannend. Wo ist denn eigentlich der Verhandlungsort bei einem Rechtsstreit? Hm. Weil ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung und das war eine deutsche Veranstaltung von einem Deutschen und da stand in dem Nutzungsvertrag, der uns gezeigt worden ist, bevor die Veranstaltung losging, oder vor dem, da stand Kiowa oder irgendwas in Amerika. Mhm. Ja, ist Bei verschiedenen Vertragspartnern oder bei verschiedenen, also beim Rechtsstreit, wenn es zwei verschiedene Parteien aus zwei verschiedenen. Oh Gott, wenn wir es jetzt international Orten, machen, wird es tatsächlich. Nee, nicht international, sondern jetzt mal deutschlandweit. Das also hängt tatsächlich hängt vom Rechtsgebiet ab. Zum Beispiel wenn ich jetzt mal einen Autounfall hernehme. Ja. Im Autounfall kann ich zum Beispiel verhandeln, sowohl an dem Wohnort des Geschädigten, als auch an dem Ort oder bei dem Gericht, das für den Ort zuständig ist, an dem sich der Unfall ereignet hat. Ich kann aber auch an den Wohnort des
des Schädigers, des Unfallverursachers gehen. Das kann ich mir dann als Geschädigter, kann ich mir das aussuchen und kann mir aussuchen, wo ist das für mich am sinnvollsten. Bei Urheberrechtsverletzungen, da kommt so ein bisschen auch dieser, komme ich dann noch dazu, dieser fliegende Gerichtsstand bei Internettaten her, sage ich so ein bisschen. Alles, was so Eingriffe sind, also irgendwelche Verletzungshandlungen, ich habe jemanden geschlagen, ich habe jemanden was geklaut, kann ich immer den Ort der schädigenden Handlung auch nehmen. Mhm. Wenn die Urheberrechtsverletzung zum Beispiel stattfindet, bei Printprodukten kann ich zum Beispiel, ein Unternehmen hat Fotos von mir abdrucken lassen, kann ich den Ort der schädigenden Handlung, ist entweder der Sitz des Unternehmens oder vielleicht sogar der Druckerei, dann könnte ich mir diesen Ort der schädigenden Handlung aussuchen. Beim Internet, wo ist die schädigende Handlung? Die passiert im Internet, also deutschlandweit. Und dort kommt dieser fliegende Gerichtsstand her, der auch dazu geführt hat, dass man sich bei Urheberrechtsverletzungen im Internet häufig natürlich die Gerichte aussuchen kann, die einem gewogen entscheiden. Vor allem das OLG Hamm zum Beispiel oder das OLG Hamburg und Köln, die dort sehr, sehr krasse Entscheidungen teilweise auch getroffen haben, vor allem in diesen File-Sharing-Fällen sich einen Namen gemacht haben, teilweise auch entgegen dessen, was andere Gerichte entschieden haben. Und deshalb sind sehr viele Fälle im Gerichtsbezirk Köln, Hamburg, Hamm verhandelt worden, also gerade aus diesen File-Sharing-Geschichten. Ansonsten bei Verträgen natürlich die jeweiligen Sitze der Vertragsparteien. Die Vertragsparteien können Gerichtsstand auch aushandeln untereinander, allerdings nur, wenn es beides Kaufleute sind. Mit einer Privatperson kann ich den Gerichtsstand nicht aushandeln und nicht festlegen. Ansonsten ist es immer bei mit Privatpersonen auch der Wohnort oder der Sitz des Beklagten. Das ist so dieser Standard, was sich quer durchs Recht zieht. Immer wenn es keinen besonderen Gerichtsstand gibt, ist es der Wohnort oder der Sitz des Beklagten. Der Beklagte soll, wenn er schon verklagt wird, wenigstens die Sicherheit haben, dass er in seinem Bezirk oder in seinem Bereich verklagt wird und dann nicht noch fahren muss und sich irgendwo anders einen Anwalt suchen muss und so weiter und so fort. Mhm. Es gibt natürlich dann nochmal solche abweichenden Gerichtsstände, zum Beispiel bei Mietsachen, Immobiliensachen, da kann ich dann auch den Gerichtsstand der Sache nehmen, also wo ist die Mietwohnung, wenn ich zum Beispiel als Münchner in Dresden eine Wohnung miete und mich über Mietschulden oder Mietsachen streite, dann kann es auch in Dresden verhandelt werden, weil die Mietsache in Dresden gelegen ist. Mhm. Und wie gesagt, in vertraglichen Geschichten kann ich dann auch nochmal eine abweichende Vereinbarung treffen, wenn es unter Kaufleuten ist. Mhm. Das ist wichtig. Ansonsten, ja, Ort der schädigenden Handlung kommt immer noch in Frage, gerade bei Urheberrechtsverletzungen. Das sind so die wichtigsten Punkte. International wird es tatsächlich sehr, 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 sehr schwierig. Das hängt natürlich davon ab, wo die Vertragsparteien oder die Streitparteien herkommen. Es gibt dann verschiedene Verträge, sowohl innerhalb der EU und dann Verträge, die oder mit Ländern, die nicht in der EU sind. Wenn es dann zum Beispiel zu einem Streit zwischen einem Deutschen und einem Amerikaner kommt, spielen dort bilaterale Verträge eine Rolle und dann das internationale Privatrecht. Das ist dann aber sehr, sehr, wirklich sehr kompliziert und da kann ich jetzt auch keine allgemeine Empfehlung geben, weil das ist wirklich vom Land abhängig und sehr schwierig zu betrachten. Ist eigentlich eine Buchungsanfrage oder ab wann wird eine Buchungsanfrage verbindlich? Das ist wahrscheinlich auch individuell schwer zu beantworten. Allgemein schwer zu beantworten. Da muss man sich mal angucken, wie weit sind die denn schon in den Verhandlungen fortgeschritten. Also war zum Beispiel schon ein bestimmter Tag fest vereinbart? War das Honorar schon geklärt? War der Umfang des Auftrags schon geklärt? Wenn jetzt einfach nur die Frage kommt, können Sie da und da fotografieren? Da würde ich noch nie davon ausgehen, das ist erstmal eine Frage, geht das grundsätzlich, wenn schon verhandelt wurde über einen Preis und der auch schon ausgehandelt war, wenn festgelegt war, du musst dann und dort sein. Also je weiter das fortschreitet, umso weiter, man kann sich das so ein bisschen wie ein Regler vorstellen. Je mehr ich abgesprochen habe, diese sogenannten Essentialia Negotii, sagt der Jurist, also alles, was dazu gehört, Preis, Ort, Leistungsinhalt, Lieferungsumfang, Lieferungsdatum, all die Dinge, die ich verhandeln und aushandeln kann, je mehr ich davon fest und verbindlich festgelegt habe, sodass dort kein Streit mehr dort wird, umso mehr komme ich in die Verbindlichkeit dieser Buchungsanfrage. Und wenn das jetzt fixiert ist und kurz vorher springt dann der Termin ab? Man muss sich da mal angucken, ob was für eine Art Vertrag das ist. Ist es ein Dienstvertrag? Ist es ein Werkvertrag? Mhm. Bei Werkverträgen, und da kann man bei Fotografien häufig dazu plädieren, dass es Werkverträge sind, ist es so, dass der Werkunternehmer, wenn der Vertrag geschlossen ist, seine Aufwendungen abzüglich der ersparten Kosten
verlangen kann. Mhm. Also wenn du zum Beispiel sagst, na gut, der Werkvertrag war geschlossen und ich hätte dafür, sag ich mal, 100 € genommen und ich hätte zum Beispiel für Anfahrt 10 € gehabt für Benzin, das erspare ich mir jetzt, hätte dort aufbauen müssen, hätte vielleicht 2 irgendwie Blitzlichter verschossen und so weiter und so fort. Das insgesamt wären mir Kosten von 30 € entstanden. Dann musst du dir die abziehen lassen, weil dadurch, dass du den Vertrag nicht ausgeführt hättest oder dass der Fotograf den Vertrag nicht ausführt, erspart er eben diese Auswendungen. Die restlichen 70 € können abgerechnet werden. Wie wäre das jetzt bei einer Hochzeit, wenn man jetzt einen ganzen Tag gebucht, wenn jetzt jemand einen ganzen Tag gebucht ist und jetzt ein höherer Betrag in Betracht kommt und man hat ja dann an dem Tag auch nichts anderes angenommen? Ja, kommt es tatsächlich dann auch, kann man diesen Betrag auch tatsächlich komplett abrechnen, abzüglich der ersparten Aufwendungen. Zu den ersparten Aufwendungen gehören aber auch Aufträge, die man hätte annehmen können. Also ich darf mich doch nie hinsetzen und darf sagen, ach na ja, jetzt hat der mich gebucht und hat 4 Wochen vorher abgesagt. An dem Wochenende möchte ich eigentlich gar nicht arbeiten. Ich kümmere mich jetzt auch nicht um einen anderen Auftrag. Ich muss mich auch nicht zwanghaft drum bemühen, den Auftrag irgendwie zu kompensieren, aber wenn ich die Möglichkeit habe, einen anderen Auftrag anzunehmen oder meine Arbeitszeit anderweitig zu verbringen, dann sollte ich das natürlich auch tun, weil auch das sind ersparte Aufwendungen. Und wenn der Auftraggeber dann nachweisen kann, dass ich, sagen wir, böswillig in Anführungszeichen, andere Aufträge nicht angenommen habe, dann werden mir die fiktiv angerechnet und natürlich auch von dem Honorar, was ich verlangen kann, abgezogen. Mhm. Ansonsten, ich bin immer ein großer Freund davon, da Transparenz herzustellen und zu sagen, pass mal auf, wenn ihr das bis eine Woche vorher absagt, dann ist das frei, dann kostet das gar nichts, weil dann kann ich mich dass kümmern. Dass man das auch im Vorfeld abklärt. Genau, und wenn ihr bis zu 48 Stunden vorher kündigt, oder vom Auftrag zurücktretet, dann nehme ich halt irgendwie 50% und mit der Vormahnzeit von 24 Stunden nehme ich halt den vollen Betrag. Mhm. Abzüglich der Kosten, die mir entstanden sind, weiß ich die Kosten nie hundertprozentig immer genau berechnen lassen, wie viel ist es denn jetzt, nehme ich eine Pauschale von 5-10%. Mhm. Und dann kann ich auch vertraglich vereinbaren. Wenn die Leute dann da irgendwie rumdrucksen und mit so einer Vereinbarung nicht einverstanden sind, dann wäre ich als Fotograf auch immer vorsichtig, weil wenn ich den Fotografen will, dann buche ich den auch und dann bin ich damit auch einverstanden. Und wenn ihr dann wirklich sagt, okay, wir heiraten jetzt und irgendwie ich bin gerade hochschwanger, es kann auch sein, dass zu dem Tag, wo ich heiraten will, das Kind kommt. Okay, dann weiß ich das als Fotograf, dann kann man einfach mal drüber reden. Mhm. In dem Punkt, wo ich das im Vertrag stehen habe, wird es zum Diskussionspunkt und dann kann man einfach auch eine Einigung finden. Man sollte vielleicht auch nie dogmatisch darauf bestehen, aber das ist ein Punkt, über den man sprechen sollte und wo man eine Vereinbarung finden sollte. Das, glaube ich, hilft beiden immer weiter, unabhängig von diesen gesetzlichen Standards, über solche Punkte einfach zu sprechen. Mhm. Darf man eigentlich einfach auf einer Messe fotografieren? Nein, also einfach so nicht. Grundsätzlich ist es natürlich eine öffentliche Veranstaltung, aber der Messeveranstalter hat dort ein Hausrecht. Und in diesem Hausrecht kann er festlegen, ob und wie fotografiert wird oder nicht. Gerade wenn es Messen sind, auf denen Neuigkeiten vorgestellt werden, Produktneuigkeiten, ist es häufig so, dass es vom Veranstalter ein Verbot gibt, zu fotografieren, außer für akkreditierte Fotografen oder für akkreditierte Presse. Da sollte man sich vorher informieren, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Das spielen einfach die Hausrechte der Veranstalter oder derjenigen, die dort das Hausrecht ausüben. Das kann auch einfach nur der Eigentümer des Gebäudes sein, der dem Messeveranstalter das vermietet. Da sollte man sich ein entsprechendes Recht auch einholen. Ja. Definitiv. Das Gleiche gilt natürlich für Museen und andere Geschichten. Auch dort sollte man immer auf das Hausrecht achten. Mhm. Darf ich auf einer öffentlichen Veranstaltung einfach fotografieren? Das heißt, ich gehe auf ein Konzert und darf ich da Künstler fotografieren? Das ist ja die Frage, ist es eine öffentlich zugängliche Veranstaltung? Es gibt hier zum Beispiel immer mal wieder Veranstaltungen bei der Semperoper, wo vor der Semperoper eine Veranstaltung stattfindet, wo die irgendwie eine große Fläche haben oder eine große Bühne, das ist nie abgegrenzt, ich muss keinen Eintritt zahlen und so weiter, ich kann einfach dran vorbeilaufen. Dort kann ich selbstverständlich fotografieren, das ist ein öffentlicher Platz und wenn dort eine Veranstaltung stattfindet, die einsehbar ist und die jetzt nie zugangsbeschränkt ist, dann ist es tatsächlich kein Problem, dort zu fotografieren. Beim Veröffentlichen muss man dann wieder natürlich die Rechte der Fotografierten und so weiter und so fort beachten. Auch bei wenn da jetzt ein Schauspieler rumhüpft? Beim Schauspieler stellt sich ja wieder die Frage, ist es eine Person von öffentlichem Interesse und ist es vor allen Dingen, ist gerade diese Situation von öffentlichem Interesse?
Nur weil eine Person in der Öffentlichkeit steht, heißt nie, dass ich die permanent fotografieren und dann veröffentlichen darf. Es geht ja, also fotografieren darf ich immer. Es geht immer um die Frage der Veröffentlichung. Darf ich das Foto der Person veröffentlichen? Und gerade bei diesen Prinzessin Caroline-Urteilen wurde ja festgestellt, auch durch fast alle Instanzen, dass es bestimmte Punkte gibt, wo es kein öffentliches Interesse daran gibt. Es gibt kein öffentliches Interesse daran, die Prinzessin Caroline und ihre Kinder beim Mittagessen zu beobachten, weil das hat mit ihrer öffentlichen Rolle tatsächlich einfach nichts zu tun. Und wenn zum Beispiel jetzt der Jan-Josef Liefers in Dresden zufällig zu Besuch ist und dort vor der Semperoper rumhüpft und sich dort ein Konzert anguckt oder einfach nur die Semperoper besichtigt, dann ist es vielleicht sogar Teil seiner Privatsphäre und das ist er als privater Mensch und nicht in seiner Rolle als Schauspieler und dementsprechend dürfte ich das Foto vielleicht auch gar nicht veröffentlichen. Das ist aber wieder, das sind wieder so super, super schwierige Einzelfallfragen, wo die Abgrenzung auch sehr schwierig ist. Das steht auch in keinem Gesetzbuch, sondern das sind letztendlich Rechtsprechungen, Urteile, die immer den konkreten Einzelfall, die konkrete Situation beleuchten. Wenn der Jan-Josef Liefers dort mit einer neuen Frau ist oder sich mit der Angela Merkel trifft und die was Geheimes besprechen, dann kann es dort auch im Einzelfall ein öffentliches Interesse geben. Das sind aber immer Einzelfallentscheidungen und die muss man dann auch anhand des Einzelfalls klären. Und wenn jetzt jemand Eventfotograf werden möchte und der geht jetzt zu so einer Rockveranstaltung und lichtet den Rocker, den Sänger von der Band ab? Also wenn es, wie gesagt, eine geschlossene Veranstaltung ist, für die zum Beispiel auch Eintritt gezahlt wird, wo ich dann auch herein muss, dort wird es immer eine Akkreditierung geben. Wenn das ich heißt, Fotos da muss man sich dann vorher informieren, ob man das überhaupt darf. Ja. Ah, okay, das heißt, man gibt dann meistens an den Veranstalter dann wahrscheinlich ran. Die Veranstalter oder die Veranstaltungen vermarkten und verkaufen das ja dann tatsächlich, bisschen um ihre eigenen Fotografen und wollen diese Bilder natürlich dann auch verkaufen vermarkten. Und dementsprechend können die das natürlich auch einschränken. Sie sind ja in dem Moment auch derjenige, der dort, zwar auch wenn es eine öffentliche Fläche ist, die im Freien zum Beispiel auch ist, haben die ja trotzdem dort eine Art Hausrecht, die sind haben dort eine abgegrenzte Fläche, die haben die von irgendjemand gemietet, vielleicht von der Kommune und üben für den Zeitraum, wo das dort auch stattfindet, das Hausrecht aus. Es können ja auch Menschen, die sich dort unflätig benehmen, die dort gewalttätig werden, des Geländes verweisen, können dort Hausverbote oder auch Ortsverweise erteilen und müssen das ja entsprechend auch absichern. Ja. Ab wann ist denn eine Veranstaltung eigentlich öffentlich, wenn kein Eintritt genommen wird? Nee, wenn wenn sie öffentlich zugänglich ist, also wenn es nicht beschränkt ist, wer dort rein darf, auch eine kostenlose Veranstaltung kann ja zugangsbeschränkt sein. Ich kann sagen, ich mache eine kostenlose Veranstaltung, aber ich möchte nur 10 Menschen dabei haben. Öffentlich, wenn sie sich an das öffentliche Publikum rechnen und öffentlich zugänglich, wenn es keine Begrenzung gibt, keine Zäune, keine Türen, gar nichts, sondern wenn jeder dorthin kommen kann. Man muss dann natürlich immer nochmal gucken, dann spielen dann auch mal so Sachen wie das Versammlungsrecht eine Rolle, ab einer gewissen Menge oder ab gewissen bestimmten Themen wird es dann eine Versammlung, die dann anmeldepflichtig wird und so weiter und so fort. Aber öffentlich zugänglich, wenn es in einem unabgegrenzten Raum ist, wo sich Menschen treffen und es keine Beschränkung und keine Zugangsbeschränkung gibt. Das muss nie immer am Preis hängen. Der Preis ist ein Indiz dafür, dass es nur für bestimmte Menschen zugänglich ist. Ja. Und damit ist es natürlich erstmal zugangsbeschränkt. Das kann sich aber trotzdem immer noch an die Öffentlichkeit richten, weil jeder zum Beispiel ein Ticket erwerben kann. Aber es ist dann nicht mehr öffentlich zugänglich. Die Veranstaltung ist immer noch öffentlich, aber nicht öffentlich zugänglich. Die zwei Sachen sollte man auch auseinanderhalten. Bei der Impressumspflicht, was ist denn da jetzt eigentlich inzwischen die Pflicht? Ja, jetzt kommen wir natürlich ein Stück vom Urheberrecht weg. Wir kommen jetzt ins Telemediengesetz zum Beispiel, wenn man von der Impressumspflicht für Telemedien, für Webseiten spricht. Es gibt natürlich noch eine Impressumspflicht für Printprodukte, die in entsprechenden Gesetzen geregelt ist. Wenn wir jetzt rein über Online, über Webseiten reden, dann sind wir im Bereich der Anbieterkennzeichnung. Und jedes Telemedium, und das gilt nicht nur für Webseiten, das gilt auch für Apps, das gilt für jedes beliebige Telemedium, das gilt vielleicht auch für einen Videotext, für eine Videotextseite im Fernsehen, muss eine eindeutige Anbieterkennzeichnung vorliegen. Das heißt, der Anbieter dieses Telemediums muss identifizierbar sein und muss kontaktierbar sein. Und das, welche Angaben dort gemacht werden müssen, sind im Paragraphen 5 Telemediengesetz aufgelistet. Das ist natürlich Name, Vorname, also um die Person zu identifizieren bei Firmen, natürlich die Firma und der Rechtsformzusatz, also XY GmbH oder XY AG, GmbH und Co. KG, wie auch immer. Die ladungsfähige Anschrift, also wo schicke ich Post hin, die rechtsverbindlich zugestellt werden kann, wo ich auch zum Beispiel Ladungen für eine Gerichtsverhandlung hinschicken soll, eine ladungsfähige Adresse. Die Möglichkeit, jemand einfach und schnell zu kontaktieren, Telefonnummer, Fax, E-Mail-Adresse, also ich sage, das sollte auf alle Fälle Telefonnummer, Fax muss nie,
weil gibt's, hat vielleicht auch nicht jeder, ja. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, wenn vorhanden, Fax sollte angegeben sein. Wenn es eine juristische Person ist, muss zusätzlich angegeben sein, das Handelsregister, in dem die Person angesagt ist, oder auch bei Kaufleuten, Handelsregister, in dem der Kaufmann oder die juristische Person eingetragen ist, zuzüglich der Handelsregisternummer. Wenn vorhanden, eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, bitte nicht verwechseln mit der Steuernummer. Die Steuernummer ist, muss nie zwingend angegeben werden, aber wenn es eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gibt, die ist zwingend anzugeben. Ja. Und dann natürlich, wenn es das bestimmte Branchen betrifft, dann sind noch bestimmte branchenspezifische Regelungen anzugeben. Anwälte müssen zum Beispiel angeben, wo ihre Berufshaftpflichtversicherung ist und die Versicherungsnummer, wo sie zugelassen sind, wann sie zugelassen wurden und so weiter und so fort. Bei Fachanwaltstiteln ähnlich. Ja. Auch bei Steuerberatern ist das der Fall. Das muss man sich dann im Einzelfall nochmal angucken, ob es dort branchenspezifische Pflichten gibt. Ansonsten die genannten und ein Blick ins Gesetz erleichtert immer die Rechtsfindung. Und es ist in diesem Paragraph 5 Telemediengesetz wirklich auch sehr gut aufgelistet. Auch so, dass es für Laien an und für sich verständlich ist. Da brauche ich keine Ahnung. Ich sehe öfters mal Flyer oder Werbematerialien, Visitenkarten, wo nicht alle Kontaktdaten angegeben sind. Ist man bei den Druckmedien nicht auch verpflichtet? Also ein Flyer oder eine Werbebroschüre, man muss dann immer gucken, bei einem Flyer muss ich jetzt nie zwingend Impressumsdaten wie bei einer Broschüre oder bei einer Zeitung angeben. Mhm. Sollte natürlich schon möglich sein zu identifizieren, wo kommt es her. Mhm. Also wer ist der Absender, also wenigstens die Firma oder den Namen mit einer Adresse, das wäre sinnvoll, wenn das auch auf dem Flyer steht. Ja. Ansonsten muss man nochmal sehen, ist es ein Presse- oder Printprodukt und welche Regeln finden auf diesen Flyer überhaupt Anwendung. Mhm. Aber bei Visitenkarten ist es dann, nein, Visitenkarte kann man machen, ist, immer lustig ist, dass man auch genau. eine Handynummer, also da. Mh. Das ist ja erstmal die Idee, ich mache mich für irgendjemanden erreichbar. Das ist ja auch noch nie unbedingt ein Inhaltsmedium, auf dem ich Inhalte habe, sondern letztendlich nur die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten bei einer Webseite. Also jetzt haben ja auch nicht alle Webseiten die Impressumspflicht, wenn ich eine Baustellenseite habe, also hier entsteht eine Webseite in Zukunft für. Die sind tatsächlich nicht impressumspflicht. Es geht halt um einen Anbieter, der ein bestimmtes inhaltliches Angebot macht, auch die Inhalte zuordnen zu können. Mhm. Bei einer Visitenkarte habe ich ja tatsächlich keine Inhalte, außer ich gebe mich als eine Person zu erkennen und dementsprechend sind dort auch nie zwingend Pflichtangaben auf einer Visitenkarte erforderlich. Für Briefbögen gibt es tatsächlich, das ist eine Informationsdienstleistungsverordnung, ich müsste gucken, wie sie genau heißt, aber es gibt tatsächlich auch Pflichtangaben für Geschäftsbriefe und die sind mittlerweile auch harmonisiert. Es gibt diese gleichen Pflichten, die ich auf einen Geschäftsbrief angeben muss, gleichen Informationspflichten, also auch dort natürlich Firma, Name, Adresse, Telefonnummer, Fax, Kontaktmöglichkeiten, die gelten auch für E-Mails und müssen auch in der E-Mail-Signatur geführt werden. Also jede E-Mail, die im geschäftlichen Kontext versandt wird, muss bestimmte Pflichtinformationen enthalten. Mhm. Wo genau ist es? Es gibt dort wirklich eine Verordnung, in der das geregelt ist, Informationsdienstleistungspflichtverordnung. Ich müsste nachsehen. Findet man aber relativ gut, wenn man es googelt, diese Informationspflichten für Briefköpfe und für Signaturen. Jetzt ist mir gerade noch eine Frage eingefallen. Ja. Und zwar, wenn man über eine Online-Plattform mit einem Gästekennwort Bilder einstellt, zum Beispiel wenn man eine Schule nimmt, man lichtet die Kinder ab und stellt die in einen Online-Shop. Wie ist es denn da geregelt und auch mit den Gruppenbildern? Müsste man dann im Vorfeld bei jedem Elternteil für das Gruppenbild zum Beispiel oder für die Kinder eine Erlaubnis einholen, dass man das über diesen Online-Shop vertreiben darf? Ja, tatsächlich sollte man das tun. In dem Moment, wo man das dort einstellt, hat ja eine Öffentlichkeit, auch wenn es nur eine Teilöffentlichkeit ist, eine kleine Gruppe, Zugriff auf dieses Foto. Das heißt, es ist eine Veröffentlichung. Mhm. Und dementsprechend muss ich dafür natürlich eine Einwilligung anholen. Wie gesagt, fotografieren darf ich das. Ich darf auch allen, die fotografiert wurden, dieses Foto dann anbieten und verkaufen. Und das ist ja in dem Moment klar, dass das Foto auch allen, die auf dem Klassenfoto abgelichtet sind, irgendwie zugänglich gemacht werden. Das ist ja Sinn und Zweck eines Klassenfotos letztendlich. Das muss ich auch nicht gesondert hervorheben. Wenn ich das natürlich in so einem kleinen Shop veröffentlichen will oder in so einem Bereich, muss ich das tun. Bei
solchen Gruppenfotos wie Klassenfotos, da kann man sogar noch drüber nachdenken, ob das einfach, also ob das nie implizit schon bewusst ist, dass natürlich alle dieses Foto erhalten. Also bei Gruppen ist es noch relativ einfach. Mhm. Wenn ich eine Klasse zum Beispiel fotografiere auf einem Klassenfoto, dann ist ja implizit klar, dass alle, die in dieser Klasse sind, auch diese Fotos zur Verfügung bekommen. Mhm. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel bei einer Hochzeit bin oder einen Kurs beim Babyschwimmen fotografiere und dort halt verschiedene Menschen in Einzelsituationen, habe ich gleich einmal das Hochzeitspaar, dann habe ich einmal die Großeltern, die Brauteltern und so weiter und so fort und stelle diesen gesamten Pool an Bildern in einer Online-Plattform zur Verfügung, dann kann es ja durchaus sein, dass sich jemand ein Foto von jemand anders auch runterlädt. Und das kann durchaus, also da kann man auch sagen, das war nie klar oder ich bin nicht damit einverstanden, dass sich jeder in dieser Hochzeitsgesellschaft, die vielleicht riesig groß ist, oder jeder in diesem Babyschwimmkurs auch Fotos von mir im Bikini runterlädt, weil das möchte ich nicht. Mhm. Und da kann man dann entweder gucken, ob ich diese Grüppchen separiere, also ob ich für jeden einzelnen Bereich zur Verfügung stelle, wo er nur seine Fotos sehen kann, oder ob ich mir dann entsprechend tatsächlich eine Einwilligung einhole, dass ich das auf so einer Online-Plattform bereitstelle, und zwar zum Beispiel für diesen gesamten Kurs oder für die gesamte Hochzeitsgesellschaft. Auch hier gilt wieder, wie bei vielen anderen Sachen, drüber reden. Ja. Mit den Leuten klären, was wollen sie, was wollen sie nicht. Mhm. Super. Jetzt haben wir das Urheberrecht und Allgemeines mal abgegrast, mein lieber Bernhard. Ja. Ich hoffe, es war nicht zu ausschweifen. Nein, es war super. Applaus, vielen Applaus. Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut doch gleich mal auf unsere Seite fotografentalk.de. Dort findet ihr laufend neue Beiträge rund um das Thema Fotografie. Viele Interviews und Geschichten mit Fotografen, Make-up-Artisten und Kreativen. Viel Spaß und gut Licht ihr da draußen. Willst du mein nächster Interviewpartner werden? Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau doch gleich mal auf meiner Seite Fotografentalk vorbei. Dort kannst du mir schon mal den Fragebogen ausfüllen und mir schreiben. Vielleicht bin ich ja bald in deiner Stadt und wir führen ein spannendes Interview. Ich freue mich, von dir zu hören.